Hallöchen, Popöchen, und damit ganz herzlich willkommen zu meinem ersten eigenen kleinen Let's Play hier auf dem Kanal. Ich freue mich, dass du irgendwie über dieses Video gestolpert bist. Und ja, wir spielen heute My Time at Pasha. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich habe das jetzt schon ein bisschen verfolgt. Habe mich aber nicht zu sehr spoilern lassen. Ich weiß so grob, was auf mich zukommt, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Und ja, ich muss jetzt hier auch eigentlich gar nicht so großartig rumquatschen. Würde ich sagen, starten wir mal ein neues Spiel. Ein sehr spannender Ladebildschirm. So, wir müssen jetzt erstmal einen Charakter erstellen. Ich wäre gerne weiblich. Die Stimme. Oh, sorry. Jetzt habe ich sie unterbrochen. Es tut mir leid. Mir hatte sich ein bisschen merkwürdig an die Stimme, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich kann sie auch nicht einstellen. Okay, da kann ich sie nur deaktivieren. So, die Haare. Die Haare. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, zwei süße Zöpfchen. Die gefallen mir gut. Ich glaube, ich würde sogar die Zöpfchen nehmen. Die sind ganz schnieke. So, was haben wir hier? Die Haarlänge. Ach krass, was man nicht alles einstellen kann. Was ist das? Ah, der Pony vorne. Moment, muss ich mir von vorne sehen. So. Na, so. Dann machen wir auch noch ein bisschen länger. So. Die Haarfarbe. Da orientiere ich mich mal ein bisschen an meiner Real-Life-Haarfarbe. Nehmen wir mal so ein komisches Ginger-Rot. Das sieht ja schon ganz gut aus. Strähnen, das können wir da noch machen. Okay. Ich würde es mal so lassen. So. Gesichtstyp. Was haben wir hier Schönes? Das sieht irgendwie komisch aus. Sieht schon so alt aus, so geschminkt irgendwie. Das gefällt mir nicht ganz so. Sie sieht ja doch eher ein bisschen jünger aus. Ich glaube, ich würde das nehmen. Das finde ich eigentlich ganz schön. So, die Hautfarbe. Kann ich die auch grün machen? Tatsache. Ich glaube, da würde ich mal sogar vielleicht ein bisschen was Ausgefalleneres nehmen. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Ne? Why not? So, machen wir also mal lila. Obere Gesichtshälfte, Brauenposition. Oh Gott, was kann ich denn hier alles einstellen? Das dauert ja wieder ewig, bis ich einen Charakter erstellt habe. So, Form der Augenbrauen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Troll, böser Troll. So, Dicke der Augenbrauen. Ach Gottchen, das kann ich denn jetzt einstellen. Nee, komm. Bisschen normal kann sie aussehen, trotz ihrer lilanen Hautfarbe. Augengröße. Wenn wir so riesige Glubschaugen machen. Aber ich muss sagen, okay, vielleicht nicht ganz so riesig, aber irgendwie passt das. Machen wir es mal ein bisschen größer. So. Noch die Augenform. Ah, das gefällt mir. Augenhöhe. Ach Gott, kann man so viel einstellen. Das ist ein bisschen aus wie so ein Fisch. Fischi Fisch. Ach, ich hab das Ding gar nicht, dachte mir schon, warum verändert sich da nichts? Na komm, na komm, na komm. So. Augenfarbe. Und wirklich heller wird es ja nicht, ne? Schaue ich mal ein bisschen rum hier. So ein hellblau oder so. Jetzt gern ein bisschen heller. Es geht leider irgendwie nicht. Augenfarbe 2. Was ist das? Wird es da ein bisschen heller vielleicht? Das sieht gerade nicht so aus, als ob sich da überhaupt irgendwas verändert. So. Bisschen verhaspelt. Ne, da tut sich nicht viel, ne? Gut. Gut. Dann lassen wir das einfach so. Und noch die untere Gesichtshälfte. Nasenposition. Ne, die fand ich schon ganz gut da. Nasengröße haben wir noch. Ich kann so eine große Stupsnase machen. Sieht irgendwie putzig aus. So, die Mundgröße.
Irgendwie finde ich, sieht der total knuffig aus. Ich würde die gerade so ganz gerne in die Bäckchen und so. Kinnbreite. So, Kinnlänge haben wir noch. Ne, das würde ich so lassen. Lippenfarbe. Lippenfarbe 2. Also wirklich was verändern tut sich ja nicht, ne? Oder? Ja, okay, jetzt doch. Jetzt verändert sich doch ein bisschen. Sieht das so komisch aus? So komisch umrandet irgendwie. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, als ob sie so komischen Lipliner trägt. Dann versuche ich es mal ein bisschen der Außenfarbe anzupassen. So, jetzt sieht das nicht ganz so random aus. Nee, Linda soll sie nicht heißen. Leo. Ja, dann sind wir fertig, ne? Warte, ich gucke mir erst noch mal ein bisschen von ein bisschen weiter weg an. Also ich finde, sie sieht putzig aus. Können wir so lassen. Ja, dann starten wir mal ins Spiel. Ich bin gespannt. Sehr gespannt. Jo, danke. Danke fürs Mitnehmen, ne? Guter Freund. My Time at Porsche. Man sieht es schon ein bisschen im Hintergrund. Ich muss sagen, es sieht so cool aus. Sieht so cool aus. Ich möchte hin. Presley, bevollmächtigter. Oh, so schnell kann ich nicht lesen. Leo. Ach, sie lesen es selber. Okay, dann halte ich mal die Klappe. You had a pleasant journey from Thornarok, right? That's quite far. Yeah. Anyway, I'm here to show you to your workshop, so if you would please follow me. I wonder what it's like. I didn't get to know my pa too well. No one's been working there since your pa left Porsche so many years. Oh, sorry. Ich wollte dich nicht vorher unterbrechen. Tut mir leid, Presley. Ja, gut. Wir sind auf dem Weg zu der Werkstatt unseres Vaters. Ich folge dir. Springen. Okay, so renne ich schnell. Den wir anscheinend nicht sehr gut kannten. And here we are, your workshop. This place sure has seen some wear and tear. What do you think? Looks homely. Now then, here's a letter from your father. Leo, wenn du dies liest, bin ich schon am anderen Ende der Welt. Es tut mir leid, nicht für dich da sein zu können. Es kam alles so plötzlich. Ich hatte nicht viel Zeit, es dir zu erklären oder herauszufinden, wie ich für dich sorgen kann. Dann fiel mir diese Werkstatt ein. Sie macht nicht viel her, aber sie wird dich vor Wind und Wetter schützen. Ich lasse dir mein Werkstatthandbuch da, in dem ich notiert habe, wie ich die Werkstatt geführt habe. Der Rest liegt an dir. Gib dein Bestes und lebe ein wundervolles Leben. Du wirst immer mein ganzer Stolz sein, dein Vater. Here's the workshop handbook of your pa's. Take your time. Come to the Porsche Commerce Guild tomorrow. It's located. Got it. Tomorrow. Anyway, I'll leave you be. Get some rest. Bye, Presley. Es wird spät. Du solltest dich etwas hinlegen. Gut, der Tag war nicht sehr lang. Zur Handelsgilde gehen. Mission starten. Ja, wir befinden uns in der alten Werkstatt unseres Vaters, der auch, warum auch immer, verschwunden ist oder am anderen Ende der Welt ist. Keine Ahnung, was er da tut. Dieses Loch schließen. Können wir das denn machen? Ne, 20 Holz benötigt, um die Lücke zu schließen. Das haben wir jetzt fast gedacht. Ja, sieht ein bisschen heruntergekommen aus, ne? Aber kann man bestimmt einiges draus machen. So, wir müssen jetzt zur Handelsgilde. Was ist das da? Pult für zu Hause. Möbel. 0 von 100. Gesundheit, Ausdauer. Wenn du Möbel in deinem Zimmer aufstellst, kannst du zusätzlich Boni für deine Attribute bekommen. Ah, gut zu wissen. Hör auf, Feldfrüchte zu ernten. Helferoption.
Wird? Was ist das denn? Keine Ahnung, ich lasse es erstmal. So, beenden. Beenden? Ist das richtig? Gut, das war wohl richtig. Funkelnde Objekte sind meistens aufsammelbare Rohstoffe. Klicken, um das Tutorial anzusehen. Das Missionsziel auf der Weltkarte mit einem Stern markiert. Ist auf der Weltkarte, sorry. Da ist es, da ist die Handelsgilde, da müssen wir hin. Oh, und wir haben einen Brief. Wer hat uns denn geschrieben? Von der Portia Times. Hallo neuer Abonnent, dies ist die Portia Times. Wir werden von der Stadtregierung und der lokalen Zweigstelle der Handelsgilde gesponsert, um dir kostenlos die aktuellsten Neuigkeiten unserer Stadt zu bieten. Wir erscheinen monatlich. Du bekommst die neue Ausgabe also immer am ersten Tag des Monats. Wenn du irgendwelche Fragen oder Sorgen hast, zögere nicht, unser Büro an der Hauptstraße aufzusuchen. Portia Times. Tag 2, Monat 1, Jahr 1. So, mehr haben wir noch nicht, ne? Nee. So, dann, was funkelt denn da hinten? Das können wir wahrscheinlich aufsammeln, ne? Jo, das nehmen wir mal direkt mit. Alles mitnehmen, was geht. Wir haben ja noch nichts in unserem Inventar. Steinchen, Steinchen. So, dann wollen wir mal zum guten Presley gehen. Ich habe schon wieder vergessen, was er wollte. Ich glaube, irgendeine Lizenz oder sowas. Ist das richtig? Oh, eine Truhe. Was haben wir denn da drin? Alte Handschuhe. Kann ich die irgendwie ausrüsten? Mit meinem Schauen. Ja. So, was kann ich damit machen? Alte Handschuhe. Handschuhe, die schon einiges erlebt haben, aber immer noch etwas Schaden anrichten können. Linksklick zum Angriff. Kann ich die nicht ausrüsten? Nee? Warte mal. Raus möchte ich hier. Linksklick zum Angriff. Ah, okay. Okay. So, das scheint hier die Stadt zu sein. Wir lehnen Krieg und die Plünderung unserer... Nicht so schnell interagieren. Oh, hallo. Unterhalten, beschenken. SSP, was ist das? Unterhalten wir uns mal ein bisschen. Was ist das? Ich mach das einfach mal. Ich würde mich interessieren, was das ist. Hier, ach, Steinschere Papier. Okay. Wer ist das? Ach, der gute Lee. Unterhalten. Have you ever heard of the story about the dancing robot? This happened several years ago in Ethia. A robot was found in the ruins and brought into town. The robot only had one leg, so it was balancing. Der arme Roboter. Gehen möchte ich. Ja. Es sieht echt schnieke hier aus. Gefällt mir sehr gut. Wenn ich das richtig gelesen habe, spielt es ja in so einer postapokalyptischen Welt quasi. Hat aber doch so ein Mittelalter-Flair. Was trägt er denn da Schönes? Ist das ein Fuchsfell? Oder ein Bärenfell oder so? Ja, hier scheinen schon ein paar Leute rumzulaufen, ne? Ist sehr belebt hier. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da vorne hin. Sorry. Oaks, es tut mir leid. So, wir müssen hier rein. Handelsgilde, genau. Ja, könnte nicht besser sein, ne? Let me introduce you to the Commerce Guild. We're the organization that orchestrates trade across the entire Free Cities region. This is the Porsche branch. Now then, let me give you your builder test. This is pretty easy. Make an axe and pickaxe. You need to have wood and stones to make these. You can gather them on your own, or but after you have the raw materials, you need to craft the items on a work table. Okay, wir müssen eine Axt und eine Spitzhacke herstellen. Was ist das? Ratgeber. Was tut die Handelsgilde? Die Handelsgilde ist die Organisation, die den Handel in der gesamten Region der freien Städte organisiert. Die Gilde arbeitet eng mit der Regierung, der Kirche des Lichts, der Ziviltruppe und dem Forschungszentrum zusammen, um Telesia die Verbesserung der Gesellschaft zustande zu bringen. Die Gilde organisiert verschiedene Seminare und bietet einen effizienten Weg, um Angebot und Nachfrage zueinander zu bringen.
Das können wir uns vielleicht mal anders anschauen. Ich habe gerade ehrlich gesagt auch keine Lust, das komplett vorzulesen. Wir konnten uns das, glaube ich, auch irgendwo kaufen, ne? Aber ich würde sagen, ich weiß auch gar nicht. Warte mal, das ist unser Inventar. 20 Gold haben wir. Ich weiß gar nicht, ob wir damit so weit kommen. Aber wir haben ja schon ein bisschen Stein gefunden. Das sollte ja nicht so das Problem sein, dass wir noch ein bisschen Holz irgendwo herkriegen. Dann können wir nämlich das Gold schon mal ein bisschen sparen. Wo hat sie denn da so eine Karotte? Kirchenladen. Was ist das? Sisalsamen. Was ist denn das für eine Währung oder so? Sieht irgendwie, sieht nicht nach Gold aus, ne? Gut. Können wir uns mal anders drum kümmern. So, ich lasse die Leute erstmal Leute sein. Gehen wir ein bisschen Holz sammeln. Hier liegt schon was. Aufsammeln. Die erste Handwerkprüfung. Müssen wir vielleicht gleich mal schauen, wie viel wir überhaupt brauchen. Hier ist noch ein bisschen. Kann ich das auch einsammeln? Das kleine Pflänzchen aufsammeln, ja. Schlangenbeere und eine Raupe. Eine Raupe? Was können wir denn mit der Raupe machen? Nix. Okay. So. Hier war noch ein bisschen Holz. Dann nehmen wir auch noch mit. Ganzen Mist aufsammeln hier. Eine Vogelscheuche. Ach, das sieht so toll aus irgendwie. Ich mag das total gerne. Sieht echt sehr schön aus. Gefällt mir sehr gut. Was ist denn das da hinten? Irgendeine Kugel oder so. Ach, da rennt wer her. Hallo. So. 6 Holz und 9 Steine haben wir schon. Komme ich da drüber? Ja. Ich schau mal eben, wie viel wir überhaupt brauchen. Das scheint die Werkbank zu sein. Montagestation, was ist das? Werkstatthandbuch, okay. Sehr viel Text. Steinofen, Schleifmaschine. Ja, ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen früh. Wir machen erstmal die Spitzhacke hier und die Axt. Einfache Axt, genau. Ach, die können wir sogar schon herstellen. Fertigen. Bestätigen. Gegenstand erhalten, sehr schön. Und was brauchen wir noch? Genau, die Spitzhacke. 4 Steine und 7 Holz noch. Mit der kann man wahrscheinlich, ich denke mal, ich vermute mal ganz stark, dass er damit auch gegen die Bäume hier hauen kann. Huch, na komm. Halte die Maustaste gedrückt, um zu schneiden und zu graben. Okay. Holz plus 7. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Stein. Wo kommen wir denn jetzt am Stein hier? Das kann ich nicht aufsammeln, glaube ich, ne? Aufsammeln. Da liegt noch was rum. Hallo, Stein. Hallo, hallo, hallo. Schauen wir mal hier hinten. Kann die Spitzhacke dann kaputt gehen? Oder kann ich jetzt hier einfach schön. Oh, ich kann auch treten. Was passiert dann? Irgendwas ist runtergefallen. Gummifrucht. Brauche eine bessere Axt. Okay, das kann man auch nicht machen. Aber die Dinger können wir kaputt machen. Ist halt die Frage, ob die kaputt gehen kann, weil es wäre blöd, wenn wir dem guten Presley danach eine kaputte Axt geben, ne? So. Na komm. Pflanzenfaser. Unser Inventar ist, glaube ich, schon voll, ne? Ich will ja nur Stein haben. Wo ist denn Stein? Was ist das denn? Irgendwas Pinkes springt da hinten rum. Ja, was ist das denn? Sollen das Lamas sein? Buntes Lama. Tatsache. Die sind ja cool. Hallo. Na du? Wie cool sind die denn bitte? Oder hinten angelt wer? Wie süß die hier über die Wiese springen. Oh. Oh. Kann ich mir so eins mitnehmen? Ich würde mir gerne eins mitnehmen. Guten Tag. Guten Tag. Kiva. Fischer, einer der Hulu-Brüder. Okay. Trainieren? Nee, komm, ich unterhalte mich mal nur. So, gehen wir mal weiter. Wo komme ich denn jetzt an Stein? Ich weiß es nicht. Ach, das sieht so schön aus. Mir gefällt das so gut. Oh, es ist eine Schnecke.
Eine süße Schnecke. Kann ich da durch? Was ist passiert? Oh Gott, was ist passiert? Okay, anscheinend komme ich da nicht durch. Dann lassen wir das. Komme ich da irgendwie rüber? Sieht gerade nicht so aus. So, Stein, 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 Stein. Da hinten läuft auch noch wer. Ach, ich kann ja auch sprinten, ne? Genau. Da hinten ist noch ein bisschen Stein. Vielleicht finden wir da was. Da hockt auch irgendwer. Ein Marienkäferkostüm oder so. Es ist ein Marienkäfer. Hallo. Was tut er da? Herr Marienkäfer. Wir können leider nicht mit denen reden, ne? Oh, ich kann ihn treten. Ne, ich kann den Baum treten. Ich würde schon sagen, ich habe Marienkäfer treten. Herr Marienkäfer. Was ist das? Panda-Maus. Oh Gott, ist das süß. Oh Gott, oh, ist das so putzig. Wieso kann ich den Stein nicht aufsammeln? Kann ich ihn kaputt hauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich ihn boxen? Schade, schade. Ist, glaube ich, gerade dunkel, ne? 18.15 Uhr, jo, Tatsache. Ich hätte gerne noch ein bisschen Stein. Stein, Stein. Es kann doch nicht sein, dass hier kein Stein rumliegt. Ich bin ja auch so nur zu blöd, den zu finden. Hier ist doch so viel. Wieso kann ich das denn hier aufsammeln? Why not? Why not? Da glitzert noch was. Ich glaube, kann das wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen, oder? Doch, kann man. Okay. Gut, dann laufe ich erstmal wieder zurück. Kann ich mir das nicht irgendwo anzeigen lassen, vielleicht? Mein Zuhause. Bernsteininsel. Ne, da kommen wir echt nicht rüber, ne? Ist doch keine Brücke irgendwie. Sprinten wir mal ein bisschen schneller da. Was ist das denn? Da hinten ist noch irgendwas Witziges. Mit einem Regenschirm. Oh, was ist das? Hallo? Papa Bär. Interagieren. Ja, danke für die nette Unterhaltung, Papa Bär. Seeigel. Ach, das Spiel ist so toll. Ich habe mich jetzt schon in dieses Spiel verliebt. So, dann wollen wir mal schnell zurück. Ich laufe mal da oben her. Vielleicht treiben wir auch noch ein bisschen Stein. Das wäre sehr schön. Da glitzert noch was. Das sieht aber nicht nach Stein aus. Ich nehme es mal trotzdem mit. Schlangenbeere und noch eine Raupe. Oh, wir sind Level Up. Ausdauer und Verteidigung sind gestiegen, wenn ich das richtig sehe. Da ist noch ein bisschen Holz. Ich weiß nicht, vielleicht erscheint ja morgen neuer Stein. Wenn wir jetzt schlafen gehen, das wäre sehr schön. Ich muss eben schauen. Das kann jetzt nicht sein. Ich glaube, wir fehlen auch noch zwei oder so, ne? Spitzhacke. Zwei Steine, ja, Tatsache. Kann ich das nicht aufsammeln? Nee, ne? Das geht nicht. Müssen wir vielleicht nochmal in die andere Richtung morgen schauen. Dann schmeiße ich mich jetzt erstmal ins Bett. Betreten. So. Ja, dann gehen wir schlafen und ich würde sagen, das war's erstmal mit der ersten Folge. Vielleicht sind wir in den nächsten ein bisschen erfolgreicher auf der Holzsuche, Steinsuche. Genau, Steinsuche, nicht Holz. Und ja, dann verabschiede ich mich erstmal an dieser Stelle und bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge.